wieder da. Heute filme ich mit. Ich habe vorhin mit meiner anderen Kamera zum Testen gefilmt, aber mal schauen, ob das gut geworden ist. Und wenn nicht, dann habe ich das hier schon parat. Aber ich wollte euch heute mit heute habe ich ein Unboxing für euch, und zwar von der Pink Box von Mai. Und noch bei eBay habe ich eine Glossy Box bestellt. Insgesamt 10 Euro mit Versand. Die sind auch Sachen von gemischte Sachen, aber habe ich da bestellt. Und der hat mir nur 6,95 Euro gekostet, weil der war für 9,85 Euro. Hatte ich bei Instagram gesehen. Und dann, ich habe ein IGA-Konto, und das heißt, man kriegt Cashback zurück da. Und ja, 3 Euro, wenn man Abos abschließt. Ich glaube, 1 Monat, 3 Monate und 6 Monate. Aber schaut da gerne vorbei. Ich werde meinen Link unten verlinken in der Infobox. Dann könnt ihr über meinen Link dann sparen, so wie ich. Wir beiden haben dieses Vorteil. Und ja, ich würde für nichts bezahlen. Ich wollte sagen, ich werde nicht für meine Meinung bezahlt, sondern ich sage nur, was mir gefällt und was nicht. Sonst nichts. So, ich würde sagen, wir fangen mal an, sonst wird der Video zu lang. Viel Spaß dabei. So, einmal der. Ich habe noch nicht reingeschaut. Achso, ich war die letzten 2 Wochen krank. Heute vor 2 Wochen bin ich krank geworden. Aber heute, Gott sei Dank, geht es mir schon viel besser. Deshalb konnte ich nicht drehen, aber ich hatte Videos vorgedreht. Gott sei Dank, sonst hätte ich dir jetzt nichts die letzten 2 Wochen gesehen. Aber naja, passt schon. Man kann auch nichts machen, wenn man krank ist, ne? Und ja. Oh, ich habe mich so gefreut über diesen Box. Der war... Allein der Verpackung habe ich für meine Kinder bestellt. Der Verpackung werde ich meinen Kindern geben, weil das ist Dinosaurier. Und dann können sie denn die Playmobil-Figürchen da rein tun oder sonst was. Und ich finde die so süß. Schaut mal. Beautysaurus heißt der. Schaut mal, wie süß hier. Ja, da sind noch was drin. Und zwar gratis probieren statt 12,90 Euro. Von My Müsli. So ein kleines Büchlein zum Lesen. Exklusiv für sie. Das ist so Gutscheincodes und alles drin. Mal schauen, ob ich hier was benutzen kann oder nicht. Und da ist noch drin so ein Wohnideenmagazin. Der kostet allein 3,80 Euro. Würde ich mir nie kaufen bei der Preis. Aber ja. Dann schauen wir, was drin ist. Ich freue mich schon. Hier meine Kette. Wollte ich heute ein bisschen Schmuck haben. Ist ja nichts Besonderes. Ja, einmal aufkriegen, aufmachen. So wie hier. Schaut mal, schön, ne? Oh nein, sogar hier ein Dinosaurier. Wie süß. Ich fühle mich noch ein bisschen schlapp, aber geht schon. Geht schon, weil sonst hätte man nicht das Video dann drehen können. Ne? Beautysaurus. Ja, das sind die Ideen. Alles, was drin sein könnte. Mal schauen. Oh, schön. Ich glaube, die selber habe ich bei einem Euro-Shop-Laden gekauft, und ich habe die heute bei Müller für 5 Euro. 5 Euro, dann verlose ich die für euch. Ja, ich werde jetzt eine Spontanverlosung machen, und zwar, das ist schon mal für euch, habe ich schon doppelt, deshalb brauche ich nicht. Eine Detox-Maske. Achso, ich werde hier die Preise mal schauen, was hier... ja, 4,99 Euro, und die gleiche habe ich bei 1 Euro Shopladen. Die werde ich an euch verlosen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wollte ich schon längst bei den 1000 Abonnenten machen. Und dann habe ich das irgendwie immer vergessen oder keine Zeit gehabt. Dann gibt es hier noch Meersalzöl, Duschpeeling samt Haut. 2x1 Peeling und Pflege. Die werde ich mir... Oh, der riecht echt lecker. Der hier, der kostet... 50 Gramm, ja. 1,49 Euro. Dann kostet der 1,39 Euro hier von TT Sept. Basisches
Bah, das heißt Detox pur, neutralisiert die Säuren auf der Haut. Ja, mit Aktivkohle. Vegan steht auch drauf. Dann gibt es hier, schaut mal, ich hatte schon ein Unboxing gesehen von der Box, aber bei denen war der nicht drin. Das glaube ich. Mr. Asam Vino, das heißt Weinrosé. Regenerierende Nachtcreme. Sowas brauche ich ja. Ja, reduziert Linien und Falten mit Retinol und Wildrosenöl. Unterstützt die Zellenerneuerung mit Trauben. Polypolen und Rosenstammzellen. Ja, ich kann ja nicht lesen und meine Brille. Tut's mir leid. Hier. Aber so eine Creme ist echt teuer, glaube ich, oder? Ja, alleine der kostet 16,95 €. Allein der kostet schon fast 20 €. Da habe ich mir einen Schnapper gemacht, ne? Für 6 €. Für 6 €. Für 6,95 €. Schaut aber unbedingt vorbei bei meinem Shop, über meinen Link. Da spart ihr immer. Da sind so, sogar Douglas, glaube ich, ist drin, Rossmann, alles Mögliche von Shops ist drin und man kriegt immer Cashback zurück. Da macht doch das Einkaufen Spaß, oder? Wenn man Cashback noch dazu immer sparen kann und dann, ja, ich habe da, glaube ich, über 20 € schon drauf. Auf mein Konto. Ab 20 € kann man das auf PayPal überweisen. Ja, schaut mal. Ah, sieht ja richtig toll aus. Ist noch zu. Weiß nicht, ich mache die noch nicht auf, weil ich noch andere habe. Aber sieht ganz edel aus. Ja. Aber für 16,95 € das ist der Schnapper, ne? Ja. Oh, wie schön, so ein Pin mit Dinosaurier. Werde ich meinen Kindern geben. Schön. Dann gibt es hier eine Foundation. Biradiant Foundation von Tease. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Oh mein Gott. Das ist der hellere. Der kostet 27 €. 27 € Leute. Schaut mal. Das ist der Hammer, ne? Wow. 202 Warm Ivory. Das ist der hellere Ton, glaube ich, der hellere. Gibt es zwei verschiedene. Aber ich bin ja nicht so dunkel, auch nicht so hell. So mittelmäßig, ne? Aber ich wollte das mal für euch aufmachen. Kriege ich das auf? Wie? Ja, ich wollte schon längst mein Video abdrehen, aber da ich krank war, konnte man ja nichts machen, ne? Wenn man krank ist, ist man krank. Schaut mal, edel. So ein Pumpflasche. Ich hole nur ein kleines bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ich das an euch verlose. Schaut mal, der sieht ja toll aus. Jetzt war zu viel. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr verlosen. Aber schaut mal, ich mache das hier. Bisschen hell, aber. Oder? Nee, es passt sich der Haut an so. Seht ihr überhaupt was? Weiß es nicht. Hier. Das passt sich der Haut an. Ja. Der riecht nach nichts für mich. Aber 27 € kostet allein der. Mal schauen. Illuminating Finish. Mit Schutzfaktor 15 hydratisiert oder ja, steht alles auf Englisch. Ja. Sieht ganz toll aus. Da sind noch zwei Artikel drin. Ich muss mich beeilen, das ist schon 9 Minuten. Hier meine Kamera. Hier. Stört euch nicht, da ist mein Handy und meine Creme auf meinem Sofa. Aber lasst euch nicht stören. Und jetzt, da kommt noch ein Pinsel. Fräulein. Berlin Beauty. Lidschattenpinsel. Sowas braucht man immer. Aber die werde ich nicht nutzen, weil ich schon welche habe.
Ich habe 2 oder 3 und das genügt, weil ich nicht so oft meine Augen schminke, obwohl ich sehe. Ich habe auch ein bisschen jetzt Lidschatten und so, aber ab und zu mal benutze ich die schon. Ab und zu mal, egal, genau. Und ja, hallo Beauty, so sieht der aus. Und ich schau mal, wie viel der kostet. Der kostet 8,95 €. Behalte ich die oder nicht? Ich weiß es nicht. Und hier noch Nagelfeile von Cetera Washing and Beauty. Und der kostet. Oder ist das ein Goodie? Ich glaube, ein Goodie Bag. Ein Goodie Bag, genau. Ein Goodie, da steht ja, oder? Steht dein Goodie, genau. Das ist ein Goodie. Ja. Aber ich finde, das hat sich gelohnt. Allein die 2 Sachen kosten. Ich werde das Preis hier, deinen Gesamtpreis einblenden hier. Und ja. Toll, ne? Toll. Wie gesagt, ich werde das an euch verlosen. Nee, nicht der, weil das ist dasselbe. Die 2 an euch verlosen. Macht mal gerne mit, wenn ihr möchtet. Und ja, ich pack, wenn ich noch was finde, so eine Maske oder so rein. Lasst euch überraschen. Und jetzt kommen wir zu meiner anderen Box, die ich bekommen habe, bestellt habe, was auch immer. Ist auch in ein Original Glossy Box, mein erstes Glossy Box hier drinne. Noch alles schön. Ich finde das so eher so edel, diese Blumenmuster hier drin. Und hier noch mit Schleifchen hatte ich vorhin aufgemacht, um zu schauen, was drin ist. Und hiervon werde ich an euch, ja, ich werde die Sachen, die 2 von der Pink Box, an euch verlosen. Weil ich das doppelt habe und Nagelfeile habe ich auch noch. So eine S. Oliver Woman Shower Gel werde ich an euch verlosen. Auch. Dann ist hier eine Pixi bei Petra. Die kosten auch sehr viel. Habe ich bei, ich glaube, bei Douglas oder bei Flaconi gestern geschaut. Der ist noch verschweißt. So ein Blush. Beach Rose. Sieht sehr edel aus auch. Und sehr bestimmt fast 20 € so eine. Werde ich hier einblenden, wenn ich die Preis finde. Und hier von der auch. Aber ich werde das sowieso an euch verlosen. Dann gibt es hier ein paar Revitalcreme von Primavera. Ich wollte euch noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar Primavera, das heißt bei uns Frühling. Außerdem Prima heißt Cousine und Vera, das ist ja mein Name. Da, als ich noch klein war, hat mich immer mein Cousin immer so Primavera genannt und da fand ich sehr lustig, weil das ist auch, ich bin auch im Frühling geboren und ja, ich fand das sehr schön, als er mir immer zu mir sagte, Primavera, wie geht's dir und so, fand ich sehr süß, ja. Aber ja, das ist schon über bestimmt fast 20 Jahre her, bestimmt, ja. Das sind fünf verschiedene, 2 gleichen. Ich werde 2 an euch verlosen. Feuchtigkeitspflege habe ich hier 2 Stück. Mit Bio Nerilu und Bio Casis. Diese Marke ist sehr teuer. Und das sind diese kleinen Prüppchen. Ich habe 2 bekommen. Deshalb geht einer an euch. Oder? Nee. Warte mal. Oh, nee. Sind verschiedene. Sorry. Das sind einmal Feuchtigkeitsfluid und Feuchtigkeitscreme. Brauche ich immer sowas. Und hier sind die kleinen Dinger. Da. Dann gibt es hier 2 Revitalisierung. Oder wie das heißt. Intensiv-Augencreme brauche ich auch. Mit rosa Granatapfel für reife Haut. Und Revitalcreme. Eicreme und Creme hier zum, ja, Revitalcreme. Kann er nicht aussprechen, mein Gott.
Aber sieht sehr alles sehr edel aus. Und hier noch ein Sensitivpflege, brauche ich nicht. Das kann ich an euch verlosen. Werdet ihr auch bekommen von mir. So eine zum Testen. Das ist so eine beruhigende Augencreme. Dann habe ich hier noch drin von Yves Rocher so ein Rouge in flüssiger Form. Die werde ich für mich behalten. Ich werde die Preise dann einblenden, wenn ich das finde. Sieht so aus, ist noch verschweißt alles. Und dann habe ich hier noch zwei Essie-Nagellacke. Einmal in Pink, das ist die Farbe 531 und 491. Die zwei Farben. Ist sehr toll, aber ich habe schon eine, die gleiche Farbe ist. Dann werde ich das auch an euch verlosen. Die Essie Nagellack. Und die werde ich für mich behalten, weil die Farbe habe ich noch nicht. Und so eine hellere Blau. Und ja. So. Ist leer. Ja, wie gesagt, meine Lieben, ich habe eine Spontanverlosung gemacht zu meinen 1500 Abonnenten, wird auch Zeit schon. Und aber vergiss nicht, wenn ihr bei den Gewinn mitmachen möchtet, dann müsst ihr unbedingt sichtbar sein, weil sonst braucht ihr gar nicht mitzumachen, weil letztens hatte ich drei oder vier Leute, nee, vier oder fünf sogar, die teilgenommen haben und die war, hatten, ich konnte die nicht gar nicht sehen, deshalb. Ja, wird schwierig dann beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ne? So, was ich an euch verlose, ist diese Augencreme von Primavera. Einmal ein Essie Nagellack in der Farbe 531. Dann diese Biore Aktivkohle für normale bis fettige Haut. Eine Minute Thermomaske. Da sind vier kleine Säckchen drin. Vier Anwendungen. Dann bekommt ihr von mir noch S. Oliver Woman Duschgel 75 Milliliter und die Nagelfeile noch, ja, von Sensende, Sensera, genau. Ja, mein Lieben, macht mal gerne mit, ich freue mich immer und ja, ihr könnt diese wunderschönen fünf Produkte dann passend zu der Nagellack hier, der Feile. Ihr könnt die fünf Produkte dann bei mir gewinnen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Und ja. So, mein Lieben, das war's dann von mir. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und das wird fast 20 Minuten. Das ist extrem lang. Und ja, ich werde noch hier ein bisschen noch zwei, glaube ich, Videos vordrehen, damit ich genug habe für euch, was mir wieder nicht so morgen nicht so gut geht, aber ich glaube schon und ich hoffe es auch. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und mach's gut. Tschüss.